Herzlich willkommen zu unserem heutigen Date in Paris. Wie versprochen, schauen wir uns in dieser Folge endlich mal die mysteriösen Mordfälle an. Ich bin echt gespannt, was es damit auf sich hat, denn die habe ich bisher komplett vernachlässigt und wir müssen wohl mit dieser Tür hier interagieren, was wir natürlich sofort machen. Rein mit dir! Zum dritten Mal diesen Monat. Ich brauche Essen. Ihr müsst mich füttern. Passt doch. Schnauze! Was wollt ihr? Viele Delikte zurzeit. Braucht ihr Hilfe? Ich habe alles unter Kontrolle. Ich danke euch vielmals. Ha! Was ist mit all den Morden, die ihr nie aufklärt? Ich sagte Schnauze, Vidocq. Überlegt doch. Er hat die Arbeit, ihr die Lorbeeren. Ich sag euch was. Klärt einen Mord auf, dann werde ich euch eine Waffe schenken. Bis dahin habe ich jedenfalls Besseres zu tun. Oh. Hey! Ich kenne die Straßen. Ich kann euch helfen. Warum solltest du? Weil dieses stinkende, faule Schwein von einem Polizeiminister keinen stinkenden, faulen Finger rührt, um selbst einem Gauner wie mir die Hoffnung zu geben, dass diese Stadt irgendwann nicht mehr so ein Drecksloch ist wie jetzt. Und weil mir sterbenslangweilig ist. Oh, um Gottes Willen, schweig doch, Vidocq. Okay. Ich halte es für ein bisschen unrealistisch, dass wir einfach mal so da reinlatschen und sagen, hey, viele Delikte, braucht ihr Hilfe? Ist ja nicht so, als hätten wir nicht genug zu tun. Alles klar, okay. Der vorausgesagte Mord, Schwierigkeit 1. Bei Belohnungen steht ein Fragezeichen. Und unten steht Aufklärung des Mordes im Kloster. Alles klar, wir versuchen es einfach mal. Okay, da geht ein Textfenster auf. Und sobald der Datenbankeintrag-Hinweis verschwunden ist... Aha. So, Instruktionen zur Durchsetzung von Recht und Gesetz. Wenn ihr Verbrechen aufklären wollt, könnt ihr nicht einfach hergehen und den ersten Verdächtigen, den ihr trefft, ins Zuchthaus werfen. Nun, natürlich könnt ihr das, aber dann erwischt ihr fast immer die falsche Person. Ach Mann. Ja, Truhe. Seht, wenn ihr das ernsthaft betreiben wollt, braucht ihr ein umfassendes System, um herauszufinden, wer es war, warum und wie. Das ist quasi wie Cluedo. Ja, okay, da ist es wer, wo, mit was, aber egal. Ich werde es euch einfacher machen und die Grundlagen hier auflisten. Lest es und dann geht da raus und schnappt die Mörder. Erstens. All eure Entdeckungen werden in einer Fallakte festgehalten. Seht dort nach, um euch einen Überblick darüber zu verschaffen, was ihr bisher herausgefunden habt. Zweitens. Untersucht alle Hinweise und sprecht mit allen Zeugen. Benutzt eure Augen und Ohren. Drittens. Einige Hinweise werden euch an neue Orte führen. Seid nicht faul, geht dorthin und sucht nach weiteren Hinweisen. Viertens. Seht euch die Fallakte an. Benutzt euren Kopf. Welche der verdächtigen Personen hatte die Gelegenheit, die Mittel und ein Motiv? Fünftens. Wenn ihr wisst, dass nur einer der Verdächtigen das Verbrechen begangen haben kann, dann kehrt zum Täter zurück und beschuldigt ihn. Eugene Vidocq. Ja, klingt ja ganz einfach. Mönche waren mir immer schon unheimlich. Abgeschottet in riesigen Gebäuden. Damit kommt nicht jeder zurecht. Seht euch doch das Kloster hier auf der Insel mal genauer an. Mhm. Komme ich hier auch wieder raus? Okay, wir sollen also ins Kloster und uns genauer umsehen. Achso, das ist wieder die Kokarde, die unterirdisch ist, wo wir nicht drankommen. Weil wir ein Passwort brauchen. Tschö.
Schönen guten Tag, die Herren. Und wir sehen auch schon, die Aufgabe ist, die Leiche zu untersuchen. Wir werden also im Kloster eine Leiche finden. Wenig überraschend, wenn wir Mordfälle untersuchen sollen. Dann ist mit Leichen zu rechnen. Boah, ist aber arschweit weg. Na, über Tische und Bänke. Da liegt jemand. Da komme ich aber so nicht ran. Ich hoffe, dass es hier einen Eingang gibt. Schauen Sie sich den mysteriösen Mordfall im Fallaktenmenü genauer an. Darf ich mir erstmal die Leiche anschauen? Stehen hier alle? Kümmert niemanden? So, hier haben wir eine Leiche. Klosterleiche. Ja, unverbrauchte Sündpunkte. Geh weg. Ein toter Mönch, Bruder Jean, stranguliert mit einem Rosenkranz. Er scheint von seinem Stuhl gefallen zu sein, als er gerade an seinem Tisch schrieb. Hier liegt irgendwas. Kloster, zerknülltes Papier. Der tote Mönch hält ein zerknülltes Stück Papier umklammert, das offenbar aus einem Tagebuch gerissen wurde. Darauf steht: Schuldig, ich habe sie vergiftet. Er hat gesagt, es sei Gottes Wille, dass ich es tue, denn es wurde prophezeit. Doch ich kann meiner Schuld nicht entfliehen. Ich bin ein Mörder. Ich muss meine Schuld augenblicklich bekennen, bevor... Der Eintrag ist unvollständig. Okay, es gibt hier 13 Hinweise insgesamt. Wir können halt mit den ganzen Menschen hier sprechen, scheinbar. Und alles, was so golden leuchtet, untersuchen. Eigentum von Bruder Jean. Persönliche Gegenstände. Außerdem auf dem Boden der Truhe eine einzige Seite, die aus einem Buch gerissen wurde. Von 7 Zweigen werden sie auf 3 reduziert. Die Ältesten werden vom Tod überrascht. Die 2 werden zum Brudermord verführt. Die Verschwörer werden im Schlaf sterben. Nostradamus. Okay. Dann sprechen wir mal mit den Leuten hier. Ach so, das... Ah, die sind auch tot. Oh. Okay, Leiche von Bruder Stanislaus. Ein älterer Mönch, der tot in seinem Bett liegt. Seine Gesichtszüge sind fahl und sein Gesicht ist bleich. Leiche von Bruder Bernard. Ein älterer Mönch, der tot in seinem Bett liegt. Seine Gesichtszüge sind fahl und sein Gesicht ist bleich. Das sind die Verräter, die im Schlaf sterben? Oder so? Herr im Himmel. Bruder Stanislas. Bernard. Und sogar der geschätzte Bruder Benoit. Und dann Bruder Jean. Alle tot. Das begreife ich alles nicht. 3 Mönche sind noch am Leben. Gott sei Dank. Aber ich wage es kaum. Ist es möglich, dass der Mörder einer von ihnen ist? Ach, Unsinn.
Wer unter Ihnen sollte zu so etwas fähig sein? Okay, wir hatten bei Nostradamus gelesen, 7 werden auf 3 reduziert. Das heißt, das hier sind die 4 Toten. Da hinten liegt noch einer. Der Bernoir wahrscheinlich. Ja, Benoit, ein älterer Mönch, bla bla. Dasselbe wie bei den anderen. Okay, und sie werden zum... Wie hieß es? Sie werden zum Brudermord verführt. Also wahrscheinlich haben die 3 ihn hier getötet. Und die Verräter schlafen, werden im Schlaf getötet. Also die anderen 3. Aber wer hat das Ganze angestiftet? Verstehe ich das richtig? Moment, ich schaue nochmal gerade. Oh, das wird ja eine komplizierte Sache hier. Der vorausgesagte Mord. Genau, vorausgesagt von Nostradamus tatsächlich wahrscheinlich. Das sind alle unsere Hinweise. Wo war das hier? Von 7 Zweigen werden sie auf 3 reduziert. Das sind die 3, die eventuell die Mörder sind. Die Ältesten werden vom Tod überrascht. Die 2 werden zum Brudermord verführt. Die Verschwörer werden im Schlaf sterben. Die Ältesten werden vom Tod überrascht? Also es waren ja die 3, die tot in ihrem Bett liegen. Waren ja ältere Mönche, hieß es. Und die Verschwörer sterben im Schlaf. So, jetzt haben wir noch mehr Hinweise. Jede Menge mehr Hinweise. Hier ist jemand, mit dem wir sprechen können. Ein junger Mönch. Bruder Benedikt. Es ist so viel geschehen. Erst der Tod der älteren Mönche. Bruder Jean servierte ihnen Wein, dann wurden sie sehr müde. Sie gingen zu Bett und wir konnten sie nicht mehr wecken. Ich lief zum Doktor. Und als ich zurückkam, was fand ich vor? Sie waren alle tot. Und nun Bruder Jean. Er drosselt an seinem Pult. Okay, hatte der... Ach, das ist einer von denen, die wir beschuldigen könnten. Also scheinbar hat der Bruder Jean die 3 anderen getötet. Das hat er doch irgendwie in seinem Tagebuch auch geschrieben. Ich bin ein Mörder. Also ganz durchsichtig ist mir das noch nicht. Ich schaue mich mal weiter um. Ich sah einen Mönch dort drüben, der ein Feuer machte. Ein Feuer, hier im Weingarten. Nun, ich rief, er soll verschwinden, dann lief er davon. Hier ist das Feuer. Teilweise verbranntes Tagebuch. Vergiftete den Wein im Fass, doch ich schenkte ihn aus. Wüsste er, dass ich gestehen will, würde er nicht zögern, mich eigenhändig zu töten. Oh, verflucht sei der Tag, an dem Nostradamus Voraussagen je in Honorés Besitz gelangten. Er ist verrückt, und er hat mich ebenfalls in den Wahnsinn getrieben, doch ich bin... Okay, also. Das deutet mir im Moment alles auf diesen Honoré hin, der Nostradamus Voraussagen gelesen hat. Der hat den Wein vergiftet, aber der Jean hat ihn ausgeschenkt, wollte gestehen und wurde dann vermutlich von dem Typen getötet. So, wir haben allerdings noch mehr Hinweise. Wir haben erst 10 von 13 gefunden. Ist das auch einer, den wir beschuldigen können? Nee. Dem können wir nur sprechen. Es muss also noch mehr Hinweise geben. Da hinten steht auf jeden Fall noch jemand. Bruder Joseph. Bruder Honoré macht mir Sorgen. Er und Bruder Jean standen sich sehr nah. Ich fürchte, der Mord an Jean nagt sehr an seinem Verstand. Mhm. Und wo ist der Bruder Honoré? Den würde ich nämlich sehr gerne mal treffen. Da hinten.
Das ist er bestimmt. Ja, das ist er. Der Wille Gottes ist nicht begreifbar für uns Sterbliche. Wir suchen und beten und tun unser Bestes. Wir erkennen kleine Hinweise, wie etwa in den Schriften der Propheten. Ich glaube, Nostradamus ist ein solcher. Okay, es gibt noch einen Hinweis, den wir finden können. Ich bin mir aber schon ziemlich sicher, dass der Kerl hier schuldig ist. Also vor allem, sag ich mal, wenn das hier der erste Fall ist und der noch nicht so schwierig ist, wird das auch nicht sehr verworren sein. Und es deutet für mich alles sehr eindeutig auf diesen Honoré hin, der eben Nostradamus Prophezeiungen gelesen hat und daher glaubte, dass 4 von 7 Brüdern sterben müssen. Er hat dann den Wein vergiftet und Bruder Jean hat den Wein ausgeschenkt, hat sich aber schuldig gefühlt und wollte gestehen und wurde von Bruder Honoré daraufhin erdrosselt. Das Einzige, was ich noch nicht gefunden habe, ist zum Beispiel die Mordwaffe, was dann wahrscheinlich ein Rosenkranz wäre. Und es gibt ja, wie gesagt, noch einen Hinweis, den würde ich natürlich jetzt auch gerne noch finden. Irgendwie finde ich den letzten Hinweis nicht. Oder gibt es jetzt eine andere... Na. Gibt es noch eine andere Untersuchungszone? Nee. Das ist die einzige hier. Ach, hier ist noch eine Kiste oben, glaube ich. In die wir noch nicht reingeschaut haben. Ach, hier gibt es ja keine Fenster. Okay, diese eine Kiste schauen wir uns jetzt noch an. Vielleicht sind das ja Bruder Honorés Sachen. Eigentum von Bruder Honoré, tatsächlich. Persönliche Gegenstände. Beachtenswert ist ein riesiges Buch voll mit faszinierenden 4 Zeilern. Die Prophezeiungen des Nostradamus. Okay, also für mich, wie gesagt, deutet alles auf diesen Bruder Honoré hin. Und ich glaube, den beschuldige ich jetzt einfach mal. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt einfach... Wenn ich den beschuldige, dass der automatisch festgenommen wird und wenn es halt der Falsche war, dann Pech gehabt. Oder ob mir dann gesagt wird, ja, ist übrigens richtig. Schauen wir mal. So, wie kann ich ihn denn jetzt beschuldigen? Waffe ziehen, Adlerauge. Ich möchte dich beschuldigen. Der Wille Gottes ist nicht begreifbar für uns Sterbliche. Wir suchen und beten und tun unser Bestes. Wir erkennen kleine Hinweise, wie etwa in den Schriften der Propheten. Ich glaube, Nostradamus ist ein solcher. Ach so, gedrückt halten, um zu beschuldigen, mache ich. Den Verschwörern verhieß man den Tod im Schlaf. Jean war Opfer eines Brudermords. Ist es Mord, des Schicksals Bote zu sein? Alles bewahrheitet sich, ich sag's euch. Selbst dies. Und war das jetzt richtig oder falsch? Er ist auch nicht ganz bei Trost. Verhaftet den Ehren, in 9 von 10 Fällen war er es. Bedient euch. Schuldige Person ohne... ohne falsche... Wunderbar, das war der Richtige. Okay. Und wir haben wieder einen Erfolg freigeschaltet. Langer Arm des Gesetzes. Mysteriöse Mordfälle. Der vorausgesagte Mord. Wir haben einen Ausrüstungsgegenstand erhalten. Und... Also ein Holzhammer steht auch da. Und ja, haben den mysteriösen Mord geklärt, wie es aussieht. Und jetzt gibt es in der Datenbank noch eine Zusammenfassung. Bruder Honoré war besessen von den Vorhersagen Nostradamus und steckte seinen Freund Bruder Jean mit dieser Obsession an.
Gemeinsam ersannen sie einen Plan, um eine von Nostradamus Vorhersagen wahr werden zu lassen. Honoré vergiftete den Wein in einem Fass und Jean servierte ihn den älteren Brüdern, den ältesten Zweigen. In einem Anflug von Reue entschloss sich Bruder Jean doch zum Geständnis und war gerade dabei, dies in sein Tagebuch einzutragen, als er von Bruder Honoré überrascht wurde, der Jean daraufhin mit seinem eigenen Rosenkranz strangulierte. Als Honoré versuchte, besagte Seite aus Jeans Tagebuch zu verbrennen, wurde er von einem Weingutarbeiter gesehen und eilte aus Furcht davon. Okay, dann hatten wir es sogar richtig gelöst. Das steht jetzt zwar nirgendwo mehr, aber es kam eben ein Hinweis, ohne falsche Anschuldigungen gelöst und maximale Belohnung oder irgendwie sowas. Ja, cool. Jetzt können wir wieder mit dem reden, oder? Ein verwahrloster Heranwachsender. Ich würde sagen, der ist schon ziemlich ausgewachsen. Gibt es jetzt noch mehr davon? Haben wir jetzt mehr Mordfälle freigeschaltet? Das wäre schon cool irgendwie. Ein Professor wurde tot in einer Schule nördlich der Luxemburg-Gärten gefunden. Vielleicht lief ein Experiment schief. Oder es war nur der perfekte Vorwand für einen Mord. Okay, er weiß also Bescheid, dass da irgendjemand noch getötet wurde. Ist das jetzt irgendwie... Wo hat er gesagt, war das? Ich guck mal gerade Missionen. Ist das unter Missionen? Also auf jeden Fall scheint es noch mehr Mordfälle zu geben. Das finde ich auf jeden Fall schon mal cool. Und ich würde sagen, die finden wir dann bei Gelegenheit. Weiß ich jetzt gerade nicht, wo die sind. Aber die Folge ist lang genug. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.